sagt, ist live. Theoretisch. Gut. Glaube ich. Aha. So. Na dann, herzlich willkommen wieder zurück zu All the Mods 3. Ich bin der Gastgeber VexMax und ich habe ein wenig was weitergemacht gestern Abend. Oder vielmehr gestern Nacht oder vielmehr gemacht heute Morgen. Ja, also, ja, ich habe hier und da ein bisschen in der Welt rumgeguckt und gemerkt, oh, die Welt ist etwas schlimmer, als ich erwartet habe. Warum schlimm? Ja, man möge zwar meinen, das kommt nicht hier rein. Man möge zwar meinen, dass das hier alles ganz toll gelaufen ist, etc. und oh, tolle neue Items und so weiter. Hat mich einiges gekostet, um so weit zu kommen. Also, ja. Was habe ich also gesehen? Ich habe noch ein paar Drachennester gelootet und ein paar Saphire bekommen. Ich habe einen Chagoth oder so getötet. Sehr unschön, die Viecher. Sehr, sehr unschön. Da werde ich auch nicht nochmal hingehen. Nicht ohne meinen Nonplusultra-Bogen zumindest. Da will ich nicht nochmal hingehen. Ich habe mir den ganzen Scheiß sogar auf der Map markiert, damit ich da vorsichtig bin. Da ist so der Punkt, wo diese Chagoth sind. Da will ich nicht nochmal hin. Das war unschön. Aber ja, ich habe mein Teleportschwert. Ich habe ein paar komische Boots. Und ja, so weit, so toll. Ah ja, und Void Charm habe ich gefunden. Und ein. Habe ich das im Stream gefunden, das Fire Charm? Keine Ahnung, auf jeden Fall ein Fire Charm. Was haben wir noch so gefunden? Ja, hier habe ich ja schon gesagt. Ansonsten. Ja, ansonsten war es das. Ah ja, und das hier, der Enduring Prime, das ist auch nice. Und dieses Mystery Folder, was ich noch immer nicht geöffnet habe. Lass uns das mal aufmachen. Okay, da kommt Prismarin raus. Okay. Interessant. Sehr interessantes Item. Aber okay, ja. Ich habe noch einen Emerald bekommen. Halleluja. Wer hätte es erwartet? Ja, aber so ganz, so weit. Ha, Gott, wieso muss ich immer anfangen zu gähnen, wenn ich gerade Stream gestartet bin? Ja, aber so weit, so gut. Mehr habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, hey, ich habe mein Schwert und ja, das hilft uns schon mal um einiges weiter. Eigentlich hatte ich vor, weiter zu essen zu machen. Ich habe eben mal durchgeguckt, weil wir haben jetzt das Tofu-ETC. Das Problem beim Tofu oder bei dem Zeug ist, wir können es nur noch über den Centrifugal Separator machen und nicht mehr über das andere Zeugs. Was mich ehrlich gesagt ziemlich abfuckt, weil das andere Ding war, glaube ich, umsonst am Laufen. Ich weiß es nicht, ist unschön. Aber was willst du machen? Das Ding haben wir, das Ding brauchen wir, das Ding kann ich noch nicht bauen. Doch, könnte ich bauen, aber ne. Oh, Jesus. Ha! Gott dang it, da komme ich jetzt natürlich nicht rauf. Ich will wissen, wie viel das Ding macht, aber. Oh, na, das war einfach. Macht ihr hier wirklich nur sich? Ist das gecapped oder so? Ich meine, der könnte mehr machen. Ich meine, das Ding könnte mehr machen. Ich weiß nicht, warum das auf 60 gecapped ist, aber ja, okay. Da kann ich jetzt schlecht was gegen ändern, ne? So, hat man da nicht noch anderes? Windturbine-Dinger oder so? Ja, das hier, aber das ist Extra Utilities, ne? Ja. Ja, das ist nicht wirklich toll. Was ist das hier? Naja, also, nee, da das Ding nur ist für das hier. Bringt mir jetzt nicht unbedingt viel. Output Rate 512 FE. Ja, geil. Kostet mir aber bestimmt mehr, als wir denken können, ne? Das ist komisch. Generator und zwei Magnalium Play. Magnalium. Ob du es glaubst oder nicht. Ich habe gestern erst noch ein Video gesehen, wie man Magnalium macht.
Das ist ein Magnesium-Aluminium-Alloy. Das ist unheimlich porös. Nein, nicht porös, aber nicht stabil. Du kannst, das ist einfach, wenn du starke Daumen hast, kannst du auch einen großen Chunk brechen. Also so in etwa. Das Zeug ist schlimm. Das kannst du nicht zum Bauen benutzen. Krass, dass ich das jetzt hier drin im Mod sehe. Nice. Ja, egal. Lassen wir das mal weg, ne? Ich liebe dieses Schwert. Habe ich das schon mal gesagt? Wenn nicht, ich liebe dieses Schwert. Egal, wir wollten gucken, dass wir eine Baumfarm aufgemacht bekommen, ne? Das heißt, wir fangen an. Wir brauchten einen Plant Sower. Sower, wie auch immer. Das Ding hier. Und dafür haben wir Zeug geholt. So, zuerst einmal das hier. Und wir brauchten immerhin zwei davon. Also kann ich direkt schon mal zwei machen. Ich gehe nicht den Weg über den Stahl. Hatte ich nicht Glas? Doch, hier. Ich gehe nicht den Weg über den Stahl. Der kann mir getrost woanders hingehen. Ja, Cobblestone und Holz. Du, du, du. Eins, zwei. Einmal ein Flowerpot. Habe ich schon wieder nichts. Habe ich schon wieder hier. Alter, wieso habe ich das alles hier oben drin? Du kommst noch mit. Du kommst mit. Ja, das Rest ist egal. So. Du, 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 du. So. Jetzt aber. Flowerpot. Gib her. Dann noch zwei Iron Gear. Und wir haben einen Plant Sower. Okay, wunderschön, passt schon mal. Jetzt brauchen wir noch einen Plant Gatherer. Wie viele Diamanten habe ich genau? Ich habe keine Ahnung. Ah, Sticks, okay. So, ich brauche Iron. So, eins und zwei. Ja. Na, oh, das wäre auch gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch die zwei Gold Gears. Und dann hätten wir das eigentlich schon. Wow, das ging schnell. Tja, okay. Wir haben einen Plant Sower und einen Plant Gatherer. Nice. So weit, so toll. Nächstes Ding, was ich mache. Ich wollte ja über die Dynamos gehen, ne? Ja. Über die Dynamos Strom erzeugen. Da ist jetzt die kleine Überlegung von wegen, ist das überhaupt effektiver? Ich meine, ich brauche ein Dynamo zum Strom machen oder zum Dampf machen, das andere eben für Elektrizität. Ist das jetzt wirklich effektiv oder nicht? Das ist die Frage. Ich hoffe einfach mal, dass es das effektiver ist. Wenn nicht, dann ja, das wäre blöd. Das heißt, tja, müssen wir testen. Steam-Dynamos. Gott sei Dank ist das Rezept für die gleich geblieben. Echt. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann ja keine ungeraden Zahlen machen. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. So, viermal Dynamos. Aber wir brauchen eine Menge Ingwer. Oh Gott. Ich habe vergessen, dass wir Dingens brauchen. Ja, Dingens, Bummens, weißt du Bescheid. Ach, hier, die Upgrades. Unschön. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal die Upgrades. Dinger hier. Das heißt wieder Bronze-Gear und Invas. Na gut. Was war irgendwann nochmal Nickel-Eisen, ne? War das Nickel-Eisen? Ich glaube schon, ne? Nickel-Eiren. Du, geh mal weg. Mach mal das hier rein. So, und dann das andere war Bronze. Das war Copper und Tin, ja. Copper,
Tin, 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 tin und Copper und gib ihm. Wie viel davon brauche ich nochmal? Ich brauche 4 pro Engine. Das heißt, ich brauche 4 mal 4 sind 16 insgesamt. Geil. Advanced Generators. Ja, prima. Wofür wird da drin benutzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Das weiß ich gerade wirklich nicht, wofür das benutzt wird. Das ist mir gerade a little bit diffus. Aber okay. Ne, ich brauche zuerst die Bronze. Na gut. Zwei haben wir, 50 Billiarden brauchen wir noch gefühlt. Ach, Herr Jemine. Ja, ist ja auch nichts, ne? Ich wünschte, ich könnte ihn schneller machen. Das kann ich aber leider nicht. Das ist, naja, sehr unvorteilhaft. Gut, nee, aber wenn wir das hier erstmal gemacht haben, gucken wir mal, wo wir die Baumfarm hinsetzen können. Ich habe hier noch ein bisschen Dirt, das können wir dann irgendwo hier hinten oder so machen, ein bisschen festsetzen. Ach, nicht festsetzen, sondern ein bisschen gerade machen. Die Dinger da hinsetzen und uns schon mal überlegen, welche Upgrades wir machen, weil ich werde wahrscheinlich nicht die größte machen. Das wäre ein bisschen schwachsinnig. Warte, ich habe 16. Geh weg. Brrr. Was willst du, Handy? Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich morgen weg bin. Nee, wir brauchten uns also mal das hier, Balance, gib her. Wunderschön. Dann die Upgrade-Kits, 4 Stück. Dann Augments. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Wir brauchen. Ja, einmal die Output Specialization. Das ist für Steam Boiler. Increase Effective Fuel Efficiency. Ja. Das heißt, wir brauchen das hier. Copper Plates, Iron Gears, Harden Glas. Yay! Oh, ich hasse Harden Glas. Naja, egal. Ich brauche zwei davon. Das heißt, vier Kupferplatten, zwei Iron Gears. Wo bist du? Hat doch den Compactor hier. 3, 4. So, viermal die Platten. Das hätten wir auch gemacht. Was brauchte der? Ich brauche noch mehr Platten. 3, 3, 4. So. Was brauchte der? Auch Eisengears. Aber der brauchte. Zwei davon. Der brauchte. Zwei davon. Und Hardenglas. Ich glaube, ich habe nur noch eins, ne? Ja. Prima. Das heißt, ich. Ah! Du weg. Boah, Alter, wenn du jetzt nicht aufhörst, ne? Mir mit dem Scrollrad da einen reinzuwirken, dann bringe ich dich übers Knie. So, das Obsidian. Ein Richmond Chamber. Ich brauche ja Gott sei Dank nicht allzu viele. Das heißt, die können wir kurz da rein tun und dann mit ein bisschen Blei hinten verschmelzen. Du und du. Du. Nee, geht nicht. Okay, ich brauche doch das Pulver. Na gut, na gut. Halt. So. Du dann da rein. Du mach's mal. Währenddessen ich mir die Kupferplatten hole. Oh, wie gesagt, ich wünschte, der könnte schneller machen, aber naja, das kann der natürlich nicht. So wie üblich. Wer hätte es erwartet? Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Das war das Falsche, wo ich gerade drauf geklickt habe. Geh auf das hier. Das Dashboard. So. Wunderschön. Jetzt, zweimal Glas haben wir. Das heißt, du hier 1, 2, wunderschön. Du hier 1, 2, wunderschön. Das Einzige, was ich noch brauche, sind Fluidukte. Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich brauche die harten Fluidukte. Ist 2 in. Oh Gott sei Dank, ich kann auch 12 machen. Gut. Das reicht mir. Den Rest kriege ich andersweitig gebacken. Hoffentlich. Ich meine, ich muss die Pumpe upgraden. Das ist momentan meine einzige Wassersource.
Aber ansonsten sollte das so etwa gehen. Hoffe ich. Ja, nein, halt, erst einmal muss ich gucken wegen den Upgrades. Genau. So. Du brauchtest die Range-Add-on-Dinger. Welche nehmen wir? Wir haben die Möglichkeit zwischen 5 und 6 zu gehen. Bei 5 hat man eine Form von 10x10. 11x11 effektiv gesehen. Hier hätten wir 13x13. Was ist das hier? Mit Silber. Könnten wir eigentlich nehmen. Wir könnten auch Gold nehmen. Aber müssen wir wirklich so viel haben? Antwort ja, aller Wahrscheinlichkeit nach schon. Du, gib mir die Dinger. Gib mir das Silber wieder her. So, 1, 2. Hätten wir die gemacht. So. Wie viel hatten wir jetzt da drin? War 7, ne? Ja, das heißt, wir hatten insgesamt 15. Und 15 mal 15 Feld von Bäumen, was wir machen können. Das ist akzeptabel. Aber was noch besser wäre, wenn wir jetzt erstmal gucken würden, dass wir hier. Oh! Lass das doch. Ich muss den hier nehmen. Normal. Na, na, nicht so viel wegmachen. Erst einmal nur das hier wegmachen. So. Dann nehmen wir uns Le Dirt. Okay, wir haben schon ein bisschen davon. Ja, ich weiß. Ich mache jetzt hier wieder Baupfusch, aber das ist egal. Gott, diese Blumen überall. Alter, die müllen einem nur das Inventar voll. Du weg, du nach da, du nach da, du. Blume. Blume, mein Erzfeind. Naja, egal. So, wie gesagt, hier hätten wir das dann ansatzweise schön. Vorsichtig gesagt. Was wir machen ist, glaube ich, hier ein bisschen Clear-Raum machen. So. Also, falls man mich fragen möchte, woher ich diese zwei extra Herzen bekommen habe, ich habe absolut gar keinen blassen Schimmer. So. Ach, stimmt, ich habe auch einen Anti-Chicken gefunden. Das ist auch interessant gewesen. Ich habe keine Ahnung, was ein Anti-Chicken macht. Ich hatte Sorgen, deswegen habe ich es nicht angehauen. Vielleicht kann es explodieren oder so. Ah, wo war das noch? Das war gar nicht so weit weg, ne? Nee, das war da hinten rüber bei den Pixie-Feldern. War das bei den ersten oder bei den zweiten Pixie? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall war es nicht weit weg. Und ja, wie gesagt, das hat mir ein little bit Sorgen gemacht. Deswegen habe ich sie nicht angefasst. Gott verdammt, hab ich hier viel Kram. Autsch. So. Damit hätte ich hier zumindest schon mal ein etwas größeres, flaches Feld. Ja, der Turm ist schon etwas größer, ne? Ich glaube, das ist das Schöne an dem Turm. Ich kann einfach so Zeug platt machen. Und zwar richtig viel. Oh, da ist Wasser. Ah, da ist Wasser. Was ist das? Tee habe ich. Strawberry brauche ich auch nicht. Oh, Nasi, juck, juck. Dich braucht man nicht. Dich braucht man nicht. Barley, Kiwi. Was ist das hier? Oats. Und eine Menge Dirt. Eine wahnsinnig große Menge Dirt. Also dann, ja, weiter gucken. Das Ding hier könnte ich eigentlich auch zumachen, ne?
Ist eine gute Idee. Ja, okay, komm, machen wir es eben in der 0815-Methode und machen nicht alles komplett perfekt zu oder so. Ich hab Juck im Auge. So. Na komm, mach doch. Na. Dieser verdammte Dreck, der macht nicht das, was ich will. Glaube ich zumindest. Ja. Hier ist noch ein Loch. Weißt du, in solchen Momenten, da wünsche ich mir wirklich wieder meinen Bilder zurück. Mit dem hätte ich das wesentlich einfacher machen können. Wo ist mein... Hier, okay. Aber naja, mein Bilder muss noch ein bisschen warten. Glaube ich. Okay, ich bin gerade ernsthaft überlegen, kann ich den Bilder bauen? Bilder. So. Nur mal so rein theoretisch gesehen. Könnte ich den machen? Wir haben die Flutpump. Die braucht eine Menge Eisenplatten, aber ansonsten nicht viel. Wir könnten auch die Mechanism Pump benutzen. Die braucht nicht ganz so viel, bloß ein bisschen Stahl. Das können wir machen. Der Vertical Digger ist immer noch so das Problem. Wir haben drei Blocks auf Redstone, ein paar Iron Casings habe ich noch und dann den Drill hier. Ja, der Empowered Void Crystal Block, da muss ich mich ein bisschen. Weiß gerade gar nicht mehr, wie ich den baue, aber Iron Casings, Double Battery, Redstonia ist einfach. Ja, Aethetic Quartz, Block of Quartz. Dafür müssen wir viel Quarz finden oder in den Nether. Wobei ich da sagen würde, wir sollten in den Nether gehen. Ich meine, das Schöne ist da, dass der Ice and Fire Mod, also der Mod mit den Drachen und den ganzen anderen bösen, bösen Viechern, da nicht wirklich greift. Da könnten wir also. Wieso blinken die? Bedeutet blinken, dass die kurz vorm Verschwinden sind? Nice. Das ist gut. Das mag ich. Ne, dann müssten wir mal gucken. Wenn wir dann nämlich genug Quarz da rausholen, könnten wir das eigentlich machen. Das ist momentan so das Problem, der Quarz. Den Rest haben wir. Energie für das Ding, um Tarn zu betreiben. Zwar noch nicht ganz so viel, aber wie gesagt, wir haben ja bald ein paar von den Dingern hier. Von den Engines. Wobei ich mir hier noch überlegen muss, wie ich es genau mache. Ich glaube, ich brauche dafür übrigens ein Void-Upgrade. Naja, ist ja auch egal. Jetzt erstmal gucken. Ja, ich glaube, ich tue das nach hier. Hier ist gut, hier ist schön. Gib mir mal den hier. So, du mach an, du nach da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier. Theoretisch. Ja, ich muss noch ein bisschen gucken, wie ich das mit den Blocks mache. Aber im Großen und Ganzen sollte das ja wunderschön funktionieren. Ja, tut's auch. Gut, das kann dann weg. Das hier, na, das hier kann auch weg. So. Punkt Nummer 1 geschafft. Punkt Nummer 2 ist, zuerst einmal gucken mit den Items. Da müssen wir jetzt mal überlegen. Ich habe gerade irgendwie das Verlangen, einen Retriever zu bauen, aber ich nehme an, der Retriever in Hardenform braucht einen Eye of Ender. Nee, kann man vergessen. Ja, kann man vergessen, habe ich nicht. Das heißt, wir brauchen wohle übel die Filter und die Servos. Ja. Na gut, schaffen wir.
Ich brauche halt bloß noch ein bisschen Ingwer. 1, 2, 3, 4 und keine Ahnung, ein bisschen Eisen. So. Du nach hier, du nach da. Ja, vorerst kann man, glaube ich, auch mal erstmal das hier wegtun. So, 1, 2, 3, 4. Das bisschen Dirt brauche ich gerade mal nicht. Aber was ich brauche, sind mehr Drawer. Das heißt, wir nehmen uns mal kurz ein bisschen Holz. Ist ja egal, was für Drawer ich nehme. So, ein paar Mal Chests. Drawer. Dann werde ich wahrscheinlich die hier nehmen. Ja. 1, 2, 3. Mehr brauche ich nicht. Das ist gut. So, dann muss ich mal gucken. Ich brauche Pipes, um die Items hin und her zu schieben. Das heißt, ich habe hier noch ein paar Leadstone, noch ein paar Item Ducts, keine Servos, die habe ich hinten gebraucht. Die muss ich jetzt, wie gesagt, neu craften. Fluid Ducts brauche ich auch noch für gleich. Die hier brauche ich noch nicht, die harten Fluidukte. Die brauche ich jetzt dann, wenn ich die mache. Ja. Gut. Schaffen wir. Irgendwie. Servo. 1, 2. Warum 2? Ja. Ich weiß gerade nicht genau, warum 2. Egal, ich mach's trotzdem. So. Filter. Brauche ich überhaupt einen Filter? Ich meine, da kommen ja keine Äpfel rein, oder? Ich hoffe es. Da sollten keine Äpfel reinkommen. Der Rest ist egal. Eigentlich brauche ich dann nur den Key. Ja. So, geben wir den Key her. Aber egal, ich brauche Item Ducts. So, du hier, ein paar Mal, danke sehr. Dann brauche ich die Leadstone Dingensteile, ein paar zumindest. Oh nein, ich habe gerade meinen ganzen Redstone verbraucht, ne? Ah, Jesus Christ, noch eins. Ich muss manchmal wirklich aufpassen, was ich mit meinem Redstone mache. Naja, okay, passiert. Du weg, du weg, du weg. Der Obsidian, erstmal noch da. Ich glaube, ich muss gleich mal was Obsidian holen, damit wir mal in den Nether gehen oder so. Ich brauche meinen Bild, ansonsten gehe ich noch drauf irgendwann mit meinem netten Mangel an Redstone oder so. Wie dem auch sei. Erstmal die Ingots hier weg. Du weg, du weg, du weg, du weg. Danke. So. Ja, du auch weg. Auf nach hinten. Na komm, laufen, 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 laufen. Oh, der Basic Draw, ja. Ist ja soweit gar nicht. Ich kann auch einfach nach hier gehen, oder? Ja. Basic Draw. Die eine Seite ist hier. Der Key müssen wir auch haben. Ja. Dann kommt das nach da. Wunderschön. Und dann nehmen wir uns einfach die Möglichkeit, hier einfach drei runterzubauen. Na, wo ist er? Hier. Ja, warum mache ich das gerade? Weil ich auch noch Energie brauche. Das heißt, Item Ducts kommt nach hier. So. Der hier bekommt dann die Sapling rein. Und wenn ich das alles dann hätte, muss ich erstmal hier aus dem Loch rauskommen. Danke sehr. Und ja, erstmal die Servos. So, Servo 1, du bekommst an. Servo 2, du bekommst auch an. Zumindest alles, was da reinkommt.
Zuerst kommt hier mal gar nichts rein, weil der ja noch nicht am Laufen ist. Aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier erstmal aus dem Haus raus die Energie. Warte mal, die Energie ist doch hier, oder? Der braucht keine Energie. Okay, die Energie ist noch nicht hier. Die Energie ist hier drunter. Tada! Schauen Sie mal hier. Ja, zuerst einmal nehmen wir uns das Ding, das reicht vorn und hinten nicht mit meinen letzten Dingens. Naja, was soll's. Müssen wir trotzdem versuchen, ne? Ich habe übrigens einen Wrench, den ich irgendwie noch nicht benutze. So, jetzt nur noch 35. Das, oh, könnte aber hinkommen. Es könnte hinkommen. Ah, es kommt hin. Wunderschön, wir haben Energie. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist perfekt. Damit hätte ich eigentlich die Farm so gut wie am Rennen. So. Naja. Du weg, du weg. Eins, zwei, drei, vier. So. Ja, der ist auch am Rennen. Jetzt brauchen wir ein paar Schäblinge. Die holen wir uns am besten aus unserer nächsten. Ich hab den Vayne meiner aus. So, du weg, du weg. Wunderschön. Egal, gib mir die Sepplinge für den Anfang. Ja, stimmt, ich muss nur die Sepplinge rüberleiten. Und wie gesagt, ich brauche Void Upgrades fürs Erste. Ein paar zumindest. Oh, stimmt, sind da gar keine Äpfel gerade gedroppt? Interessant. Na gut, da müssen wir erstmal gucken, dass das. Halt, stopp. Dass das nicht so funktioniert, sondern ich dem sage: Sapling, Holz. So, und den ganzen Rest werden wir dann sehen. Ne? Ja. So, der sollte jetzt theoretisch. Ja, nichts drin. Das heißt, der hat bereits alles nach hier transportiert. Und der dürfte gleich anfangen, wenn er die Items bekommen hat. Ich weiß, es ist gerade sehr langsam mit den Items. Aber der dürfte dann anfangen, sobald er hat, zu pflanzen. Richtig. Hey, funktioniert. Das ist geil. Das funktioniert. Puh, okay. Wie gesagt, wir hätten das schon mal gemacht. Hier haben wir ein bisschen Holz drin. Hier, den haben wir leer. Jetzt muss man einfach nur warten, bis der da hinten anläuft. Und wenn der dann angelaufen ist, können wir weitergucken. So, das heißt, zuerst mal ab ins Bett. Dann müssen wir mal gucken, wie viel die Void Upgrades kosten. Ich meine, wir brauchen eine Menge Void Upgrades, unter anderem auch hinten für die Farm. Void Upgrades. 8 Obsidian für Jesus Christ. Das ist viel. Na gut. Ich brauche Obsidian. Verdammt, da muss ich jetzt gerade mal gucken, wo ist der nächste Lavapool? Weil ich brauche den hier hinten, brauche ich wahrscheinlich noch. Gib mir mal das hier. An den Lavapool will ich, glaube ich, nicht gehen, weil hier hinten ist der Drache. Das kann sehr ungesund werden, habe ich gehört. Ich weiß sowieso nicht, wieso der so weit weg ist.
Der ist hier, obwohl das Nest hier ist. Ach, habe ich eigentlich erzählt? Ich habe noch ein paar Dinger gefunden. Da, hier. Da ist noch ein Roost. Und hier ist auch irgendwo, habe ich mal markiert, hier ein Drachenskelett ist hier eins und hier ist noch eins. Aber wie gesagt, hier sind zwei Drachen am Roamen. Das ist nicht ganz so gesund für mich gewesen, anstatt da, wie gesagt, da einfach mal hingehe und da was klatschen kann. Wie dem auch sei. Ja, ich habe ein bisschen hier und da geguckt, was wie wo geht. Ich habe immer noch keine Wüste gefunden, komischerweise. Aber, naja, ich habe das hier gefunden, aber da bin ich nicht reingegangen, das hier. Und was das da ist, sehe ich gerade auch erst das erste Mal. Aber wir haben auch Darklands. Ist es das hier? Ne, das sind Darkened Mountains. Ah, hier sind sie. Das sind nur eine Menge Strukturen mit nichts drin. Das ist schade. Ich hatte gehofft, da wäre was zum Looten drin gewesen oder so. Ich weiß, ich habe jetzt nicht geguckt, ne? Wo ist der. Ja, okay, wir haben bisher nur den hier angeknackt, ne? Ne, den hier haben wir angeknackt. Den hier haben wir noch gar nicht gesehen. Oh. Okay. Wir gehen mal zu dem hier hinten, machen daraus mal Obsidian, würde ich sagen. Gehen wir uns das mal holen. Geben wir mal einen Eimer. Eimer. Hier. Ja, das brauche ich. Beten wir, dass uns der Dolte irgendwo. Ja, what? Nee, das sind Frösche. Na ja, gut. Wo ist er denn? Ist der weg? Der ist doch nicht despawned, oder? Autsch. Ach, da ist er. Hey, hat mir geröstetes zurückgelassen. Ja, okay. Ne? Geh du mal deines Weges, ich gehe Lava holen. Und eventuell was essen. Achso, das ist das ja. Was ist das? Ein Sugar Maker. Okay. Aber jetzt erstmal du. Ne, Vayne meinen geht ja gar nicht, ne? Auf normal, slow, fast. Gott sei Dank gibt es hier so Lava-Puls irgendwie mal irgendwo. Das macht das Ganze ein klein wenig einfacher. Nicht, dass es unbedingt sicherer ist, aber. Ich glaube aber, wie viel haben wir? 19. Das reicht nicht aus. Das reicht für ein Void-Upgrade. Und ich wollte ja auch noch ein Nether-Tor bauen. Also. Mehr Lava. Mehr Obsidian. Wie groß ist dieser Lava-Pool? Will nur sehen, ob das jetzt funktioniert. Oh, ja, tut es. Das ist unglaublich praktisch, dieses Mining. Also. Okay, vielleicht lasse ich das gerade mal hier. Ja, gut, alles klar. Das ist geil. Also, ich liebe diesen Vein-Miner.
der ist super praktisch. Was ist das überhaupt? Das Sprout, okay, alles klar. Ich frage mich, wieso der Drache immer weiter wegwandert. Na, was heißt wegwandern? Doch, eigentlich wandert der immer weiter weg. Na egal, solange er wegwandert, das ist mir egal. Solange mein Haus oder meine Baumfarm nicht abfackelt, dann ist alles gut. In der Zwischenzeit bin ich glücklich. Ich meine, ich bin auch glücklich, wenn er mir, wie gesagt, nicht unbedingt alles da abfackelt. Oh, hier ist was gewachsen. Das sind 83 schon. Wahnsinn. Cool. Und hier kommen Äpfel raus. Okay. Das heißt. So. Äpfel da rein. Dann sind wir auch glücklich. Jetzt aber erst einmal gucken, dass ich vorhin Upgrades gemacht bekomme und irgendwo ein Netherportal hinstelle. Irgendwo da, wo ich es abschließen kann. So, du. Ich brauche Sticks. Na gut. Warte, hier kann ich die machen. Du hast keinen Draw. Ja, okay. Nein. Du weg. Du gib mir mal ein paar davon. Geh du weg. Nach hier, nach hier. Kisten dran. Tada. So. Jetzt du. Paar Was Sticks hat denn das drum. wilde Wächsmex wieder vor? Ich bin die Baumfarm gerade am Basteln. Das habe ich gerade vor. Eins, zwei. Drei. Ich brauche noch ein drittes. So. Aha, und es gibt wieder eine deutsche Stimme. Ja, diesmal gibt es eine deutsche Stimme. Wer hätte es erwartet? Wie geht's aber? Ich habe lang nichts mehr von dir gehört. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt erstmal. So, du. Oh, Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Jetzt ist alles gut. Jetzt habe ich eine Baumfarm. Jetzt ist alles toll. Fürs Erste. Ich muss noch gucken mit den Steam-Dynamos, wie ich das gebacken bekomme. Die Dynamos habe ich hier. Eins, zwei, eins, zwei. So, will ich die noch hier tun? Ja, ein bisschen. Ihr habt eine längere Zeit lang kein MC mehr gespielt oder geschaut, beziehungsweise bei JM die anderen, wo ich mitgemacht habe. Ah, okay. Das Modpack war aber MC-Version 1.6.4 XD. Oh, Jesus, das war schon alt. Ich meine, klar, dafür gibt es dafür wesentlich mehr Mods. Zwar nicht die neuesten Mods und die Mods, die manch andere spielen, aber eben immer ein paar Mods. Egal, was brauchte ich? Ich brauchte die harten Dinger hier. Ich brauche noch mehr Fluidukte, merke ich gerade. Fluidukte. Noch ein paar davon. Danke sehr. Ich brauche unter anderem auch ein Speed-Upgrade für die Pumpe. So. Wie viel kostet mich? Kann ich die bauen? Nee, mir fehlen die Enriched Dingsbums-Teile. Großartig, habe ich nicht. Richtig? Und hier ist Obsidian drin. Ja, Das naja, Modpack egal. hieß Attack of the B-Team ist auch das Modpack von dem YouTuber-Projekt Minecraft Galaxy. Okay. Nee, kenne ich nicht. Aber wer wäre ich, wenn ich alles kennen würde, ne? So, acht hier rein, das nehmen, das hier rein. Jetzt muss ich kurz warten, damit der mir die Dinger macht, damit ich die. Warte, habe ich den Osmium da? Ja, doch, Osmium Dust habe ich genug. Cool. Na, hast du schon Erzverfünffachung? Klar, total. Also, siehst du doch, habe ich doch hier. Ich meine, wie gesagt, ich bin gerade am Neubeginn, von daher, ne? Die Erzverfünffachung muss da, glaube ich, noch ein kleines Stückchen warten. Schwuppdiwuppdiwupp. Muss erstmal gucken, dass ich jetzt ein paar Upgrades gemacht Wie bekomme neu für die beginnen ist Pumpe. das eine neue Welt. Das ist ein neues Modpack. Wir sind von. Stimmt, da fehlt einiges. Ja, ich habe hier
Revelations habe ich jetzt fertig gehabt, weil da hatte ich jetzt ziemlich alles, 3 Milliarden FDNT an Strom. Da habe ich gesagt, komm, wir wechseln zu All the Ahaha, Mods alte 3. Mods. Ja, All the Mods Drei. 3 mit dem Mod Ice and Fire. Den wollte ich unbedingt mal ausprobieren. So. Du, du, du. Ich brauchte Muss noch Avarizia reinmachen, 1, 2, 3 und ein Energy Upgrade. Muss noch Avari ja, Avariata ist nur so Endgame, mach und tu und hast du nicht. Das ist hier übrigens drin. Nicht Avariata, aber etwas Gleichwertiges. Also von daher keine Sorge, Avariata. das kommt noch. Das heißt Avarizia. Das heißt bei mir Avariata. XD. Das heißt Avariata. Leck mich doch die Bretter. Das heißt doch so. Entweder bin ich. Okay, ich kann auch blöd sein. Keine Ahnung. Nee, tatsächlich Avaritia. Scheiß drauf, ich bin jetzt weiter in Avariata. Ich Das bin hört sich ein besser an. Avarizia Pro. Was heißt Pro? Was heißt darin Pro? Das ist einfach nur ein Mod, damit du ein Item machen kannst, was dir eigentlich nicht viel Ich mach bringt. das in jedes MP, was ich spiele. Ja, XD. kann man machen, aber so, wie viel braucht die? Oh, zwei. Ja, es ist ja immerhin für die Dinger. Ich habe noch nicht so viel Strom. Ich muss ein bisschen sparsam sein. 52 ist natürlich schon ein bisschen deftig. Aber ich habe ja einen Pufferspeicher und die läuft ja nicht die ganze Zeit, die Pumpe. Und ich brauche das Wasser. Ah. Ich finde, das ist ein guter Abschluss für ein Modpack. Ah, ich finde es, das ist genauso wie von wegen hier dieses All the Mods 3 Ding. Aber Nee, bei wo ist Alpe das Mods Ding? gibt es ja Ah, Modpack das hier. interne OP-Sachen. Ja, nee, das hier, der ATM Star, das ist genauso ziemlich dasselbe. Bei Avariata brauchst du einfach nur massig an Items. Dieses Ding Genau wiederum das ist meine ich. genau das, was es ist. Es braucht sämtliche Mods, um das Ding zu craften. Und mit sämtlichen Mods meine ich, ich glaube von den 200 und, wie viel, nee, 307, die hier drin sind, braucht es mindestens 200 Mods, um das Ding zu craften. Also, ja. Was kannst du mit dem ATM-Star machens? Ja, mit dem ATM-Card kannst du die Creative-Sachen basteln. Creative Capacitor, Creative Watering Can, der, was, Superworm? Ahaha, ach so drei. Ja, also, ja, da kannst du dann eben das ganze Creative-Zeugs mitmachen und so weiter und so fort. Und naja, na, ganz lustig. Was ist das? Ah, ein Creative Flux Capacitor. Niemals voll, niemals leer. Aha, okay. Das ist ein interessanter Zustand für ein Infinity Upgrade. Nee, ich mag Okay. Avarizia wegen der Rüstung und dem Sword of Cosmos. Naja, Pipes. Ja, komm, ich leg's mal am Boden. In den Boden. Ah! Ich hab den Vein Weil meiner noch unendlich an. Leben und unendlich DMG, dies, das. Ja, also unendlich DMG brauche ich nicht. Ich brauche bloß genug. Jesus, da habe ich aber gerade eine Kerbe reingeschlagen, hä? Oh, und was ich hier für eine Kamera reingeschlagen habe. Oh, wei. Ich glaube, ich installiere mir ATM3 auch mal. Also bisher ist es ein bisschen schwieriger, einen Start zu finden, als wie bei Revelations. Weil die mir den Builder weggenommen haben. Ich hasse die Leute dafür, weißt du? Die haben mir den verkackten Builder weggenommen. Ich meine, nicht weggenommen, aber die haben das Rezept geändert Hast aber auf den etwas Schwierigeres. Digitalminer. Drei. Ja, den kann ich auch nicht machen. Der Digital Miner, habe ich auch gedacht, geil, kannst du den wenigstens machen. Wieso? Nein, haben die auch geändert. Du brauchst jetzt auch den Vertical Digger von Actual Editions und das braucht, dass XD. du ein Haha. Nether Portal hast.
Ja, es ist nicht ganz so prickelnd, vorsichtig gesagt. So. Aber naja, ich komme noch dazu. Also, das ist sowieso das nächste Projekt. Wenn ich das hier jetzt fertig habe, gucke ich, dass ich in Nether komme. Um eben Dingens zu holen. Ja, Dingens, weißt du Bescheid. Egal, bist ja schon fast bei Creative-Sachen. Ja, total. Also, ich sehe mich auch schon so ziemlich total am Ende, weißt Kappa. du. Sind nur noch gefühlt 50 Stunden, die ich brauche. Nee, Quatsch. Ein bisschen mehr werden es doch schon sein. So, erst einmal Wasser rein. So. Dann brauchte ich die Dinger hier. Dann brauchten die das Boiler-Upgrade. 500 Folgen like FTB Infinity incoming. Ja, nicht ganz. Ja, sag mal so, ne? Bei FTB Infinity hatte ich ja alle nur 15 Minuten lang. 15 bis maximal 20 Minuten. Ich könnte das hier auch mit Steam machen, mit dem Stream machen, ne? Dass ich das alles in 15 Minuten Dinger abhacke. Dann hast du Stimmt. halt mit 20, mit 2 Stunden hast du dann 8 Parts. Wenn du das mal so drüber rechnest, wir haben jetzt 36 Parts. Pi mal Daumen, 2 Stunden, 36 mal 8 ist 200. Ich hab keine Ahnung, gib mir einen Rechner. Mach noch Rotary Kraft etc. rein Rechner, XD. 8, 9, nee, 37, Entschuldige, 37 Folgen mal 8. Ja, 300. Was? Ah, ja, ist ja gut, halt die Klappe. Dann kannst du So. wieder den Fusions Reactor machen. Das wären 300 Episoden, um Jimmels willen. Und, nee, Rotary Kraft etc. tue ich nicht mehr rein, weil der Mod-Autor ein Arschloch ist und, ja, sehr. Was heißt Arschloch? Nein, das kann ich nicht sagen. Das darf ich nicht sagen. Er ist kein Arschloch, aber er ist einer, der, ja, kümmert sich einen Scheißdreck darum, was ihm seine Mods machen. Also Gibt's von nett für daher. 1,12. Oh, weiß ich nicht, ob es für 1.12 gibt. Ich glaube mal nicht. Weil, wie gesagt, der Mod-Autor ist in der Hinsicht sehr speziell. Der sagt ja, entweder Ich andere guck mal. Mod-Autoren supporten meinen Mod oder eben nicht. Aber ich werde da nichts dran machen. Und wie gesagt, das war ja sowieso immer recht buggy und hier und da und ja, schlag mich tot. Was ich brauche, ist ein Wrench. Ah, guck mal, ich habe mein Schwert wieder. Ich mag mein Schwert. So, jetzt. Du, du. Und das werde ich erstmal so lassen, denke ich mal. Nein! Ah, Jesus, habe ich Glück gehabt. Huh. Ich wusste es. Irgendwas stimmt nicht, warum hier gerade Damage passiert ist. Ja. Gibt's echt nur für 1.710 XD. Tja, siehst du mal. Was ein Sohn. Ja, sagte ich ja. Der hat sich nicht wirklich darum gekümmert. Und wie gesagt, der hat ja auch nur die Mods gemacht, weil sie schön waren für ihn. Aber sobald es dann hieß, ja, mit Kompatibilität oder so, ja, entweder machen andere Mod-Autoren, was ich will, oder ich mache gar nichts. Ja, also das war nie wirklich so in seinem Fachgebiet. Freundlichkeit oder sowas. Aber hey, ich meine, es war schön, solange es gehalten hat. Ich habe das Ding ans Laufen bekommen und naja. Alles gut. Ich finde es super cool, wenn Mods ineinander connecten. Aber wie gesagt, das denkt man sich manchmal sehr einfach und dabei ist es das nicht. Aber naja. Et passiert, et passiert, et passiert. Oh, Jesus Christ, der burnt sich ja da durch wie Hölle. Ja, aber dafür machen die auch ordentlich Strom, ne? PS, ich bin mal kurz weg. Ich werde schon wieder gerufen, wer jetzt erwartet. Ah. Ja.
Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich voll Efficiency gehen soll oder ob ich einfach nur Hauptsache funktioniert gehen soll. Was macht der eigentlich so kaputt, wenn das Plasma austritt im Reaktor von Rotary Kraft? Der ballert dir ein Loch in die Welt. Ein recht großes Loch, um genau zu sein. 3x3 in einer Linie, so lange, bis der Chunk nicht mehr geladen ist. Ich habe das Ende nicht gefunden. So. Ja, mein XD. Also, das waren jetzt 27 Holz. Trinkst du eigentlich Arizona? Oder hast du es schon mal? Ich weiß gerade gar nicht, was das sein soll. Arizona ist bei mir ein Bundesstaat in den United States of Freedom. Was soll das sein, Arizona? Ist ein Getränk. Nee, kenne ich leider nicht. Ein Tut sehr mich, sorry. leckers. Leckeres. Ist da Energy drin oder ist das Energy? Nein. Dann kenne ich es nicht. Keine Ahnung. Fruchtsaft sozusagen. Ich brauche Kohle. Nee, dann kenne ich das nicht. Keine Ist Ahnung. aber relativ teuer. Dann habe ich es garantiert noch nicht geholt. Ich hole nichts, was teuer ist, wenn es die preiswerteren Alternativen ebenfalls gibt. Und jetzt kommen wir nicht von wegen, ja, die preiswerteren Dinger, die schmecken scheiße. Nein, tun sie nicht. Das sind bloß diejenigen am Sagen, die es So absolut noch nie probiert haben. 1,59 für 500 Milliliter. 1,9. Alter! 1,59 für 500 Milliliter? Ich bin ja wohl total bekloppt, wenn ich mir sowas holen würde. Da gebe ich lieber 3 Euro für einen Kasten Wasser oder 4 Euro für einen Kasten Limo. Aber ich gebe garantiert kein 1,59 für 500 Red Milliliter Bull ist aber irgendwas. teurer XD. Ja, Red Bull trinke ich ja auch nicht. Und eins, was zu teuer sein darf, was ich trinke, das sind Long Drinks. Okay, die kosten zwar pro 500 Milliliter, die ich trinke, mal kurz 7 Euro, aber das darf auch sein. Ja, versteh dich schon. Um Himmels Willen, Alter. Also, das ist ein Preis, der geht bei mir gar nicht. Das würde ich, wenn ich es geschenkt bekommen würde, würde ich es trinken. Aber ich Kaufen würde die nicht SA auch nur in unterstehen, Aktionen? das zu kaufen. Also, nee, keine Chance. Keine Chance. So, ich will wissen, wie lange. Oh, es hält schon ein bisschen besser, ne? Die Frage ist, gib mal. Das hat eine Burn-Time von was? 300 Ticks. Ja. Das teuerste Red Bull, was ich mal gegessen habe, hat 3 für 250 Milliliter gekostet. Haben 3 Euro für 250 Milliliter. Ja, an tanken an einer von den komischen Raststätten. Hier, Autobahnraststätten oder so. Kauf nie was an Autobahnraststätten. Es sei denn, da ist ein McDonald's. Da kannst du kaufen. Ne, im Konsum XD. Nee, also. Hm, 300 Ticks, ja, aber ich frage mich gerade, wie viel Energie braucht das, um ein Glaub Holz ich. umzuwandeln? Braucht das 5 Sekunden oder was? Bei 20F den Tick. Ich habe keine Ahnung. Ich wünschte, da wird irgendwie was drumstehen. Alter, das Modpack hat 304 Mods XD. Ja, sagte ich ja, das hat eine Menge. Ich muss mal grad was gucken. Vielleicht steht das da. Redstone Furnace Wood to Coal. Reddit, gib mir Reddit. Hat das Oryx gewaschen? Was? Nein. Du bist schon der Dritte, der das fragt mit, hat das Ore Excavation? Nein, hat es nicht. Wenn du das brauchst, nimm dir den Dingens, was ich da hab, den Saras. Dann mach ich's rein. Na, tu's nicht rein. Mein Gott, das ist doch Cheaten. Nimm dir den Atomic Disassembler dafür. Der hat auch den Vein-Modus.
Damit kannst du dasselbe machen wie beim Ore Excavation, ohne dass du einen Ne. extra Mod hast. Charcoal Power, na, ist Ich egal. cheate so oder so. XD. Du Flasche. Cheaten ist nicht toll. Bin mega ungeduldig. Dann musst du sowas nicht spielen. Also bei sowas brauchst du am Anfang leider Gottes ein bisschen Geduld. Aber ich finde Und nichts. Minen ohne wie eine Mina ist Hölle. Nee, mein ohne Vein-Miner ist einfach Vanilla. Also, ne? Warum steht hier Ja, nichts? deswegen, ja, XD. Oh, doch, hier steht's doch. Halleluja, da mit Dingens. Kennst du anything davon, dass das von. Also, most furnace recipes brauchen 1600. Raw Food 800. Cactus 800. Redstone Ore. Dann gibt es hier mal Redstone. Output Charcoal 300. Ich nehme einfach mal an, dass es 1600 F braucht. Egal. Das muss ich später klären, denn jetzt gibt es erst einmal Essen für mich. Von daher sehen wir uns eventuell gleich, ne? Ja, das heißt, ja, geht ja auch was essen oder so. Oder guckt mal in das Modpack rein. Na, ich bin essen, bis gleich oder so.